Ein Herzteil. Ja, wunderbar. Das hat sich jetzt echt ausgezahlt. So. Super. Ja, so, da unten die Fee. Schauen wir mal, ob die jetzt wieder da ist. Cool wär's. Natürlich ist sie wieder da. Natürlich, rein in die Flasche. Wir sperren Feen immer in die Flaschen, weil wir sind ein ganz fieser Link, ja, ein ganz fieser Junge, der einfach... Ach ja, ich kann mir hier nicht raus, genau, das habe ich ja ganz vergessen. Na, weißt du was, dann machen wir Speichern und Ende, denn die Zeit ist vorbei und wir sehen uns, also die Zeit dieser Aufnahme, wir sehen uns dann hoffentlich bei der nächsten Aufnahme. Danke, bis gleich, Leute, tschüss! So, und schon sind wir wieder zurück hier bei Zelda Göttin der Weisheit in einer neuen Aufnahme für mich. Das ist schön uninteressant, wahrscheinlich für euch. So, egal, auf jeden Fall, wir haben ja letztes Mal gespeichert und beendet und jetzt starten wir bei W-Dorfhöhle oder E-Dorfhöhle. Ich drücke mal die westliche Dorfhöhle. Hey! Ah, oh, interessant. Wir starten ja also einfach irgendwo. Okay, na gut, wenn das so ist. Hey! Springen wir da runter und wir wissen ja, wo wir sind, weil wir waren ja in dieser Höhle schon mal. Jetzt ist nur die Frage natürlich, liebes Spiel, die Frage aller Fragen, die ich dir jetzt stellen muss, wo... Ah, Hilfe, Link läuft einfach in eine Richtung. Warum macht er das? Moment. Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal kurz. Link, macht das nicht. Ja, das sieht jetzt keiner. Input. Ha, wie unprofessionell. Das habe ich doch alles schön eingestellt, oder? Keyboard, Gamepad. So, genau. So, zack. Link, lass das. Jetzt passt es wieder. Ja, keine Ahnung, also manchmal spinnt sich das Spiel etwas aus. Ich habe keine Ahnung, was das los ist. Na gut, habt ihr auch mal den Einstellungsscreen gesehen von ZSNS? Voll das schöne Tool, ne? Ja, gut, auf jeden Fall. Ich weiß eigentlich nicht, wo wir hin müssen. Was sagt die Map? Gar nichts. Das ist aber nicht viel. Ja, wenn die Map gar nichts sagt, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben jetzt den Bogen erhalten. Vielleicht können wir ja mit Hilfe des Bogens irgendwo hin. Wie sieht es im Menü aus? Ah, wir haben einen Kristall gefunden. Das ist schön, dass das hier jetzt angezeigt wird. Okay. Ah, und endlich ist auch die die Herzteile-Anzeige ist jetzt auch da. So, ja gut, gucken wir uns einfach mal ein bisschen um, wo wir überall hin können. Okay. Yeah, böses Vieh. Und, ouch, nicht. Ah, ich muss etwas aufpassen. So, der Wahrsager hilft mir vielleicht. Schauen wir mal. Nö, ist nur eine Kiste. Super, Gott sei Dank haben wir da mal reingeguckt. Ja, und irgendwie bekomme ich massig Rubine und ich habe noch nichts gefunden, wo ich die Rubine wirklich ausgeben kann. Das ist natürlich ein bisschen doof, ja. Also ich wüsste auch nicht, was ich hier großartig in Läden kaufen soll. Oh, guck mal, ein Herzteil. Ach ja, und apropos, wir haben ja jetzt, stimmt, wir haben jetzt die Handschuhe, wir können ja jetzt eigentlich ganz viel öffnen, ja. Oder wir sollten ganz viele Dinge aufmachen können. Handschuhe und Pfeil und Bogen. Das Herz holen wir uns schnell. Stirb! Du böse Wache des Todes! Ich mag dich nicht! Dich und deine ganze Gefolgschaft! So, was ist eigentlich das? Gut, da kommen wir noch nicht durch, weil das ist natürlich... Oh, für einen Handschuh Nummer 2, oder? Moment mal, ich weiß ja nicht mal, ob es hier einen Handschuh Nummer 2 gibt. Vielleicht ist das voll fies und... Nee, kann ich noch nicht. Okay, schade. So. Nein, nein, warte. So, gut, okay. Ah, die Map wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eigentlich da einen Pfeil schießen. Ja, das wollte ich eigentlich. Habe ich gut geschafft, ne? So, ohne Bombe. Alter. Und hier komme ich auch nicht durch. Da brauche ich überall die Stiefel. Aber wie gesagt, ich meine, ich habe das eh schon öfters erwähnt. Ich mag ja so Zelda-Spiele, die einem wirklich so guiden, ja? Wo ich jetzt quasi wirklich nur in Gebiete hingehen kann, ja? Die für mich auch jetzt schon okay sind. Also wo ich jetzt auch wirklich hin muss. Ich mag das irgendwie nicht so gern, wenn die ganze Overworld begehbar ist. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie nicht so ein Fan davon, ja. Ich mag das schon, wenn gewisse Areale dann wirklich nur mit gewissen Fähigkeiten und Items betretbar sind. Oder eigentlich die meisten Areale, ja. Ich meine, es ist schön, wenn man einen kleinen Teil der Weltkarte immer betreten kann, aber die meisten Teile möchte ich dann schon eher nur mit wirklich gewissen Gegenständen. So, ich wollte nur mal kurz gucken, ob das da ist, wo ich mir denke. Ja. So, da sind wieder ein paar Büsche. Wir machen die alle kaputt. Weil vielleicht schaut ja was raus, weiß man nicht. Ein Herzteil oder so, ne? Das Spiel steckt ja voller Überraschungen. Ist das der Wahrsager? Das ist auf jeden Fall eine Höhle. So. Nö, ein Herzteil. Ist natürlich auch okay. Voll fies, hauptsächlich hier herinnen so Stacheligel. Ja.
Irgendwie ist der Layer trotzdem komisch. Mein Schwert wird abgeschnitten hier. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Alles ein bisschen komisch, ja, ja. Doch. So, gut, da kommen wir offensichtlich auch noch nicht rein. Und überall diese Wachen. Stirb, Wache! Wow. Oh, oh. Ja, vor allem, die halten auch alle so viel aus, ja. Was natürlich auch suboptimal ist für mich, ja. Weil ich halte wenig aus. Die halten gleich viel aus, wie ich 6 treffe oder so, oder 5. Ich halte schon 6 aus, ja, weil ich brav Herzteile gesammelt habe. Und Herzcontainer. So, gut, der Sinn, was steht da? Hey, vergeude keine Zeit, dieses Schild zu lesen. Beeil dich lieber. Was? Und nun reiße ich es aus und haus der Wache an den Kopf. Benutze es als Waffe quasi. So, da. Und aufheben! Ah, einen Eingang, aber ich gucke zuerst da rein. Ein Herzteil. Super. Gut, da komme ich noch. Das ist schon. Ah, dort. Oh, die ist schon ausgeräumt, die Kiste. Warum ist die schon leer? Hallo? So, da komme ich nur mit einem Hammer durch. Das ist etwas schade. Aber naja. Was haben wir hier Schönes? Nix, okay. Aus dem Wurm. Der will mir wehtun, aber das schafft er nicht. Denn ich bin. Ah ja, gut, okay, da komme ich. Da komme ich nur mit dem Mantel durch, den wir ja noch nicht haben, ne? So, nach unten, nach unten, nach unten, nach unten, la 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 und raus da wieder. So. Zack. Sehr schön. Okay, gut. Dann schauen wir da rein. Oh. Ein Dungeon? Ernsthaft? Ist das jetzt wirklich ein Dungeon? Oder ist das jetzt nur so... Nö, das ist ein Dungeon, oder? Mit Schlüssel? Warum? Kann doch nicht hier einfach so ein Dungeon sein. Gut, ich komme eh noch nicht rein, weil wir haben ja noch keinen Feuerstab. Ja, ohne Feuerstab kann ich diese Fackel nicht entzünden. Aber ich kann diese Skelette zumindest schon mal kaputt hauen. Hallo Skelett, stirb. Oh. 50 Rubine, juhu. Was tue ich mit dem ganzen Geld? Jetzt muss ich echt wirklich irgendwo einen Ort finden, wo ich das Geld ausgeben kann. Sonst bin ich echt ein bisschen... Ja, habe ich ein bisschen ein Problem dann. Geldmäßig, ne? Und ich will ehrlich gesagt nicht das Geld rausschmeißen, ja? Das wäre doof, dass wir hier verschenken. Das will ich ehrlich gesagt nicht. So. Gut, also da kommen wir noch nicht weiter. Kommen wir hier irgendwo weiter? Ich glaube, da haben wir ja schon genau, da brauchen wir ja auch die... die Stiefel braucht man da. Überall. Kommen wir hier überhaupt irgendwo weiter ohne... Ohne Stiefel? Ich glaube ja nicht, oder? Hm. Na gut. Okay, ja, dann gehen wir eben woanders hin. Auch okay. Haben wir das mal gesehen? Südlich des Dorfes ist ein schöner Ort. Ja. Wir haben sogar ein Herzteil einkassiert. Waren wir da schon drin? Da, glaube ich, waren wir auch noch nicht drin, oder? Ja, da waren wir auch noch nicht. Hui. Eis. Ich liebe Eis. Also ich liebe Eis eigentlich gar nicht. Ich hasse Eis, ja. Aber man muss halt... Man muss ein bisschen optimistisch bleiben, weil das heißt immer, man ist so pessimistisch. Ja, vor allem die Monster, die sind überhaupt nicht stark. Ja, die ziehen nur 2 Herzen ab. Dann kann ich 100-mal mit einem Pfeil und Bogen treffen. Und sie sterben nicht. Wow, das war knapp. So, hui. Kann ich das? Ich könnte eigentlich mein Geld dann für Pfeile ausgeben, ja. Also wie viel halten die bitte aus? Ich mach mal alle kaputt, ja, weil vielleicht bekommen wir... Vielleicht bekommen wir ja wieder 50 Geld. Voll toll. Ach Gott, Statuen-Schieberätsel oder was? Nö, okay. Können wir da was runterhauen? Nö. Sieht ja alles wieder äußerst merkwürdig aus hier. Aber wir schauen natürlich durch, vielleicht finden wir noch irgendwas Tolles. Hier hoch. Ach ja, super. Gut, den können wir ja ohne... Oh, ja, der zieht 1000 Herzen ab, klar. Wie jetzt? Komm ja nicht... Ach, ey. Ah, okay.
Danke. Ja, das war irgendwie klar, weil so halt. Aber wir haben ja noch eine Fee. Juhu. Flip, 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 flip. Schnell raus da. Weil wir können gegen den eh noch nichts machen. Von dem her, ja, das ist halt auch wieder ein bisschen umsonst gewesen hier, der Spaß. Das hätte ich eigentlich schon wissen müssen, als ich reingegangen bin. Naja. Gut, okay, nochmal ins Dorf. So, was machen wir jetzt am besten? Wo gehen wir jetzt am besten hin? Eieiei. Im Dorf waren wir schon überall. Den Stein haben wir noch nicht aufgehoben. Haha, jetzt aber schon. Das Huhn haben wir noch nicht geschlagen. Jetzt aber schon. Da drüben waren wir da schon mal. Ich habe ja keine Ahnung. Nö, da waren wir noch gar nicht. Huhn. Aber hier ist auch... Kommen wir auch nicht weiter, weil überall Wasser und wir haben noch keine Schwimmflossen. Da kommen wir auch nicht weiter, okay. Ja, schade. Aber zumindest waren wir da mal. Gut. Aber hier irgendwo im Dorf war ja eine Fee, oder? In einem Feenbrunnen. Und irgendwie haben wir noch keinen Laden gefunden. Das macht mich auch etwas stutzig. Ich bräuchte Pfeile. Wisst ihr, ich würde voll gerne Geld für Pfeile ausgeben, aber ich habe noch keinen Laden gefunden. Hallo, alte Dame. Oh, Link. Achso, Cloud. Wir heißen ja Cloud, genau. Stimmt, da war nix. Nee, im ganzen Dorf war kein Laden, oder? Haben wir da letztens einen Laden gefunden? Oh, danke. Danke, liebes Spiel. Voll nett von dir. Wo waren da die Feen? Die waren ja auch hier irgendwo in so einer Höhle, ne? Da? Vielleicht da? Hier? Höhle? Ja, wunderbar. Nett, komm her, wir brauchen eine Fee. Juhu. Wir sperren sie in eine Flasche, weil wir sind voll fies und sperren kleine süße Feen ein. Aber wo gehen wir jetzt hin? Gut, da waren wir schon. Aber wir haben ja jetzt die Handschuhe. Können wir da drin jetzt irgendwas mit den Handschuhen be... Ich glaube ja nicht. Nee, komm, da gehen wir jetzt noch nicht zurück. Sondern wir sehen uns noch etwas um. Wir schlagen einen Huhn. Aber es gehört dazu. Böse Hühner, die müssen wir schlagen. Also echt, da waren wir da schon drin. Wir waren ja... In Häuser waren wir ja doch überall schon drin. Das ist der, was sagt der nochmal? Ja, junger Mann, hab einen schönen Tag. Verkauft irgendwann mal eine Bombe? Eine Superbombe vielleicht? Wer weiß, wir werden sehen. So, gut, ja, dann gucken wir mal hier hoch. Stimmt, und wir haben da oben, glaube ich, uns auch noch nicht genau umgesehen. Willkommen im Dorf. Ja, aber ich verlasse jetzt das Dorf. Aber ich sag trotzdem willkommen im Dorf, ich bin ein Liebesschild. So, einmal, zweimal, da. So, zack, 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 zack. Moment. Da oben. Genau, da war der Waldtempel. Da ist sonst nichts, nein. Oder, nee, Blödsinn, da kann man doch nur... Da ist doch noch gar nicht der Waldtempel, sondern das sind ja nur die verlorenen Wälder. Ja. Ah, und lästige Wachen. Aber wir müssen ja nicht in den Tempel rein, ja. Sondern wir können uns da draußen, da heraus ja auch noch ein bisschen umsehen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, ja. Man kann sich überall voll toll umsehen. Guck mal, hier zum Beispiel, dieses interessante Dead End. Diese interessante Sackgasse hier. Oder da drüben. Oh. Oh nein, es ist neblig. Hey, vergeude keine Zeit, dieses Schild zu lesen. Beeil dich lieber, steht es auf allen Schilden. Oh. Ja, natürlich ist in dem Busch eine Wache drin. Danke, liebe Buschwache. Ja. Hoffentlich hast du lauter Zecken bekommen im Busch. Gut, naja, gut, okay. Da. Hast du schöne Melodie hier in den verlorenen Wäldern. Du. Ach, Diebe. Ich hasse Diebe. Gut, und bei andererseits ist es gut, weil wir haben eh so viel Geld. Kannst du mir ruhig ein bisschen Geld klauen, lieber Dieb? Geh weg. Nein, natürlich braucht ihr mir kein Geld klauen. Das Fiese ist ja, der klaut mir ja Bomben und so Zeugs. So, vergeude wieder keine Zeit, das Schild zu lesen? Ja, natürlich. Ich reiße jedes Schild aus, das ich sehe, wo da steht, vergeude keine Zeit, das Schild zu lesen. Ach, da drüben ist ein Pilz. Aber wir gucken natürlich zuerst da rein. Ein Häuschen im Wald. Oh, sieh an. Wir können den Stein schon heben. Juhu.
So. Schade, dass wir noch keine Pegasus-Boots haben, ja, weil sonst könnten wir die Wand da hinten auflaufen. Aber wir können jetzt natürlich auch aufspringen. Eine Kiste. Natürlich, 50 Rubine, juhu, weil ich brauche ja das Geld so dringend. Gut, ich meine, wer weiß, vielleicht müssen wir jetzt echt dann gleich mal die Schwimmflossen um 1000 Rubine oder so kaufen. Man weiß es ja nicht, ne? Ja, guck mal hier, natürlich. Lass, Alter, diese Diebe sind so nervig. Du. Wo kommen wir da bitte hin? Achso, da geht's jetzt wieder raus. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder da. Verstehe. Gut, dann darüber. Ja. So, die Dinger. Ah, da ist wieder eine nette Sackgasse. Moment, ich mach das mal kaputt, das Teil. Obwohl, geht das mit dem Netz auch? Ui. Nö. Ich will ja ehrlich gesagt ja keine Pfeile verbrauchen, weil wir haben nur noch 6 Pfeile. Weil die Diebe so lästig sind. Also dieser Wald hat echt ein Dieb-Problem. Ja, die sind alle so lästig hier. Das ist unüblich. Ein Pilz! Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulenden Früchten. Juhu! Wunderbar. Stirb habe ich gesagt. Ja. Gut. So, wir gucken nochmal. Vergeude keine Zeit ist. Ja. Warum steht auf den ganzen Schildern hier nichts Verwertbares, Sinnvolles? Das ist ja echt ein bisschen schade, weil Schilder sind normalerweise schon immer ganz was Wichtiges. Warum trifft mich dieser blöde Vogel immer? Das ist ja echt... mir fehlen die Worte. Okay. Wieder ein kleiner Tempel. Zumindest haben wir wieder schön Tempelmucke. So, und ich sage noch, ich brauche Pfeile, ne? So, wie es aussieht. Ah ja, okay. Ich kann hier vermutlich nicht rüber. Ich könnte mich da... Wie komme ich da rüber? Mit dem Anzug oder... Das ist eine gute Frage. Hm, ja. Oder ist hier irgendwo ein Geheimnis? Kann ich hier irgendwo in die Wand rein? Weil das gab es ja zumindest bei Parallel World. Ja, das nehme ich immer als Referenz. Gab es das? Aber gut, nee. Sieht nicht so aus. Ah, schade, dass dann auch immer die Musik umswitcht. Eine Bombe. Weil ich will, dass hier wieder die epische Lost Woods Musik kommt. Will hier raus, damit die schöne Musik wieder kommt. Ah, ein Herzteil. Das da drüben, das Herzteil da drüben muss ich mir natürlich holen. Ganz dringend. Wieder so ein beweglicher Busch. So, Moment, jetzt schauen wir, damit wir hier nicht durcheinander kommen. Ich hole zuallererst das Herzteil. Ja, aber es ist so ziemlich das Wichtigste da, behaupte ich mal. Herzteil, ahoi! Juhu! Eins noch, dann haben wir schon wieder einen neuen Container. Das ist ganz cool. So, und dann waren wir hier noch nicht drinnen. Alter, diese Vögel, die nerven schon etwas. Wie, jetzt der Pilz ist wieder da? Komisch. Na gut, okay. Ich akzeptiere es mal, ohne zu hinterfragen. So, gut, wieder ein Eingang. Okay. Da komme ich auch noch nicht weiter. Schade, da komme ich nirgendwo weiter. Wie soll ich mir das jemals merken, wo ich hier überall noch hin muss? So, gut. Ah! Immer diese Buschwachen, ne? So, dann bin ich gespannt, ob es da drüben noch was gibt. Sonst war das jetzt etwas, naja, gut, mager auch nicht. Wir haben ein Herzteil gefunden und einen Pilz gefunden. Geh weg! Alter, diese Diebe, ich hasse sie. Wenn sie mir doch eine Rubine klauen würden. Eine magische Lichtung. Oh, guck mal, lauter schöne Tiere. Und, huch? Was ist hier los? Huch? Wo ist das Masterschwert? Ist diese Lichtung jetzt voll für den Arsch, oder was? Gut, die Lichtung ist voll für den Arsch. Toll. Die Masterschwertlichtung, die keine Masterschwertlichtung mehr ist. Kann nicht mal einen Pfeil ins Protest schießen, na super. Ja, schön. Hätten wir das auch mal gesehen? Voll umsonst. Super. Okay, gut, dann haben wir zumindest hier die verlorenen Wälder komplett durchsucht. Da bin ich auch froh. Wir haben alles geholt, was wir zumindest bis jetzt holen können. Inklusive einem Herzteil. Lass mich in Ruhe. Ich habe nämlich noch einen Pfeil. Ich muss irgendwo Pfeile kaufen. Oder farmen. Am liebsten würde ich sie mir ja kaufen, wenn ich denn einen Laden kennen würde. So, wo kommen wir da jetzt eigentlich raus? Da muss ich ja da dann wieder hoch, glaube ich. Ja, es ist ja ein bisschen verwirrend, ist dieser Wald, ja. Übrigens, jetzt passt die Musik wieder.